Hallo miteinander, weil viele Nachfragen gekommen sind zum Thema Stickerei und welche unterschiedlichen Arten von Stickereien es gibt, machen wir heute ein ganz kurzes Stick-Tutorial. Wir haben heute mal verschiedene Modelle hergerichtet. Das sind handgestickte Hosen dabei, maschinengestickte Hosen und wir erklären euch die Unterschiede und zeigen euch ein paar von den verschiedenen Modellen. Wir beginnen jetzt mit der Herzog Max Josef Hose. Wir haben wieder die Andrea hier, unsere Hallo, Expertin. Die sagt uns jetzt ein bisschen was zur Herzog Max Josef Hose. Also die Herzog Max Josef ist ein sehr schönes handgesticktes Blattstickmodell. Das heißt, der Faden wird sehr dicht aneinander gereiht und dieser Faden besteht aus 100% Seide. Er ist sehr empfindlich zum Sticken. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein und an so einer Hose ist wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Mhm. Dann gehen wir jetzt gleich weiter zur nächsten Hose. Das ist die Kaiser Ernst August, auch eine handgestickte Hose. Diese Hose ist eine handgestickte Hose mit einem synthetischen Faden. Sehr aufwendig, dadurch, dass man sehr kleine Stiche machen muss. Das Leder ist stellenweise sehr hart. Der Faden wird also auch beansprucht, auch wenn er synthetisch ist. Aber er hat auch einen gewissen Glanz und, wie Sie sehen, auch wunderbare Farben. Dann geht es weiter mit unserer Salzburg-Hose. Die ist maschinengestickt und reliefgestickt. Und das seht ihr jetzt gleich. Das ist Relief. Was ist der Unterschied, Andrea, zur handgestickten Reliefstickerei? Der Unterschied zwischen diesen beiden Hosen ist, die maschinengestickte Hose ist genauso aufwendig, weil jedes einzelne Teil ja bei uns noch verknüpft wird, jedes einzelne Tröpfchen. Mhm. Und diese Stickerei ist etwas dichter im Gegensatz zur handgestickten, mhm. Da ist die Stickerei etwas aufgelockerter, etwas weiter auseinander. Mhm. Aber auch alles einzeln, jedes Tröpfchen muss da auch einzeln gestickt werden. Jetzt geht es weiter zur plattgestickten Hose. Das ist die Hohenaschau. Und wie ihr schon seht, plattgestickt, weil es ist platt. Hier ist unser Modell die Gamsrudel. Die ist jetzt zum Beispiel eine Mischung aus plattgestickt und reliefgestickt. Auch sehr interessant.